ich habe so eine Fitness-Tracker-Uhr und ich hatte sogar, obwohl ich nur zu Hause war, 14.000 Schritte. Und da habe ich mich echt gewundert, wie kommt das denn zustande? Und ab Tag 8, 9, 10 sowas, da habe ich auch selber gemerkt, dass mein Geduldsfaden immer kürzer geworden ist, weil das schon echt anstrengend war, finde ich, mit den zwei Kindern und dem Hund. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zu dieser neuen Folge Mama Talk. Kurz vorab, Theresa ist leider noch nicht ganz fit und sie schont sich noch zu Hause, aber ihr geht es schon deutlich besser. An dieser Stelle einen schönen Gruß an dich, Theresa. Aber ich bin nicht alleine, wie ihr schon gehört habt. Ich habe zur Verstärkung meinen Mann dabei. Das ist sehr, sehr passend gerade zum Thema, denn ich war vor kurzem noch im Miss Germany Camp. Ganze 2,5 bis 3 Wochen war mein Mann da alleine zu Hause. Ich muss sagen, das war schon für mich selbst eine sehr, sehr große Herausforderung, denn ich wusste auch nicht, wie mein Mann es schaffen wird und ich war mir nicht sicher, wie ich die Zeit ohne meinen Kindern und meinen Mann packen werde. Es war eine Herausforderung, letztendlich haben wir sie sehr, sehr gut gewuppt und hier ist es einfach mal spannend zu erfahren, wie mein Mann die Zeit überstanden hat, wie wir das Ganze angefangen sind, ob wir uns sehr stark darauf vorbereitet haben und wie wir die Zeit auch so überbrückt bekommen haben, wenn wir uns ganz, ganz doll vermisst haben. Einige von euch sind bestimmt ganz schön eher überrascht, was ich denn bei Miss Germany so mache. Denn ich bin ja selbst 30 Jahre jung, habe Tattoos und bin Mama von 2 Kindern. Das wäre vor ein paar Jahren noch unmöglich gewesen. Denn vor ein paar Jahren war das eben noch ein Schönheitswettbewerb. Jetzt hat Miss Germany aber einen Imagewandel, kann man so sagen. Denn Miss Germany sucht eine Frau seit ungefähr 2, 3 Jahren, die eine Botschaft hat, die sagt, was wichtig ist im Leben, die sich für etwas einsetzt. Egal ob Nachhaltigkeit, gegen Rassismus oder für mehr Power, Empowerment an dieser Stelle, so steht es auch in dem Slogan von Miss Germany und es war, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Reise. Meine Headline war, authentisch sein ist der neue Lifestyle, denn ich finde, dass wir Frauen viel, viel mehr zu unseren Stärken und auch Schwächen stehen sollten, dass es okay ist, wie wir sind, dass wir uns nicht vergleichen sollten, wer macht was besser, denn dieser Drang, immer perfekt sein zu müssen, setzt uns einfach unter Druck. Und da sage ich ganz klar, nö, ich mache da einfach nicht mit. Und ich fand meine Botschaft dahingehend immer richtig gut. Es hat leider nicht zum Titel Miss Germany geklappt, aber gar nicht schlimm, denn die Reise im Camp war schon für mich sehr, sehr wertvoll. Denn auch da habe ich viele Frauen kennengelernt, die sehr, sehr geprägt wurden von ihren Erfahrungen aus dem Leben. Und ja, von ihnen habe ich mich auch sehr, sehr inspirieren lassen. Das hieß allerdings, dass ich ja auch für 3 Wochen im Camp war, ohne meine Kinder, ohne meinen Mann und meinen Hund. Und ja, Schatz, wie waren deine ersten Gedanken, als es eigentlich hieß, dass ich jetzt für 2,5 Wochen weg sein werde? Ja, ich habe gedacht, super, die Frau macht 2,5 Wochen Urlaub und ich bin jetzt mit den Kindern alleine. Nein, ich habe dich natürlich immer schon unterstützt halt und habe mich auch gefreut, dass du es bis dahin geschafft hast. Aber ich hatte auch schon Respekt davor, ja, das 2,5 Wochen dann mit den Kindern zu wuppen. Zum Glück habe ich auch Unterstützung von meinen Eltern und deinen Eltern halt bekommen. Also das war schon echt cool. Als du dann weg warst, wo ich dich ja nach Düsseldorf zum Bahnhof gebracht habe, war das dann echt erst so ein Moment so, okay, jetzt ist sie weg. Und was jetzt? Ich kann mich noch daran so erinnern, du hast mich zum Bahnhof gebracht nach Düsseldorf und plötzlich kam schon der Zug und ich musste schnell rein mit 3 Koffern, Leute. Ich hatte 3 Koffer dabei, weil Miss Germany uns natürlich auch eine Packliste vorher zugesendet hat. Wir brauchten irgendwie Abendkleider für besondere Anlässe, Sportschuhe, hohe Schuhe, Turnschuhe, habe ich schon gesagt, Stiefeletten, also wirklich alles mit. Und dann dachte ich, okay, mit 3 Koffern, das wird ja lustig. Deswegen hast du mich da ja auch so unterstützt und geholfen mit den Rolltreppen und alles. Und dann hieß es nur, so, der Zug ist da, Koffer schnell rein, dann gingen schon die Türen zu. Und dann weiß ich noch ganz genau, irgendwie einen schnellen Abschiedskuss. Und erst als die Türe zuging und ich dann im Zug saß, dachte ich mir, boah, krass, das ging jetzt schnell. Jetzt sehen wir uns erstmal für 2,5 bis 3 Wochen nicht mehr wieder. Also das war schon echt ein krasser Moment, echt. Ich kann mich dran erinnern, dass du mir im Bett einen Abend, bevor wir uns verabschiedet hatten, hast du mir aber im Bett einen Satz gesagt. Kannst du dich noch dran erinnern? Nee.
Nein? Nee. Du hast sogar gesagt, dass uns die Pause eventuell sehr gut tun würde in unserer Ehe. Denn wir arbeiten ja zusammen, wir leben zusammen, 24/7 sind wir nur zusammen. Und das war wirklich irgendwie, also die Trennung war eine Abwechslung. Das war mal was anderes, ja. Und wir haben uns, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Wertschätzung halt irgendwie gefühlt, so dadurch, weil ja, wir hängen ja jeden Tag aufeinander und arbeiten zusammen alles und ja, das hat, glaube ich, auch ganz gut mal zu wissen, was der andere so, ja, einmal so zu vermissen richtig halt und ja. Ich hatte das auch schon in der vorletzten Podcast-Folge, ich weiß es gerade gar nicht mehr, da war das Thema ja auch Partnerschaft mit Kindern und da hatte ich auch erwähnt, dass wir uns leider im Alltag viel zu sehr wertschätzen und durch diese Trennung wurde uns beiden einfach mal bewusst, ich noch viel, viel mehr, muss ich sagen, weil ich wusste, dass du zu Hause jetzt alles alleine rocken musst, was du eigentlich so leistest und das war echt, es war schon wirklich richtig, richtig krass. Und zu unseren Kindern, also unsere Kinder sind ja 2 und 4, da habe ich mir vor richtig viele Gedanken gemacht. Und da hatte ich auch mit schlechtem Gewissen zu kämpfen und deswegen habe ich mir was einfallen lassen, weil unsere Kinder ja noch nicht so das Zeitgefühl haben. Ne? Also es sind ja keine Schulkinder im Alter von 2 und 4. Da wollte ich einfach, dass sie ungefähr wissen, wie viele Nächte die dann ohne mich sind. Und da habe ich mir so eine Art Adventskalender einfallen lassen. Also nur so kleine Dinge, wie so ein Pixie-Buch war da mal drin oder ein Stift oder eine Bastelschere. Und dann hatte ich tatsächlich 18 kleine Pakete für jedes Kind. Ja, für jedes Kind. Und dann haben sie jeden Morgen etwas zum Auspacken gehabt und wussten dann genau, weiß nicht, nur noch 6 Nächte, weil dann nur noch 6 Pakete lagen, dass dann die Mama wieder da ist. Wie hast du das so empfunden, jeden Morgen mit den Kindern? Ich war jetzt nicht dabei, aber das hat doch, glaube ich, geholfen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Kinder fanden das richtig super und waren begeistert. Nur die waren immer schon richtig früh wach und normalerweise, wenn die erst wach werden, kann man ja sagen, komm, ne, leg dich nochmal kurz zu mir oder so. Und dann hieß es, nein, nein, Papa, aufstehen, die Geschenke auspacken. Und ich bin dann manchmal noch ein paar Minuten liegen geblieben, dann kamen die direkt angerannt. Papa, du musst das aufmachen, guck mal, was ich bekommen habe. Und dann, ja, dann war es das mit nochmal 5 Minuten liegen bleiben. Und naja, aber die haben sich ja echt super drüber gefreut und das war vielleicht auch nochmal vielleicht ein Argument abends, um schneller einzuschlafen oder dass sie dann wirklich liegen bleiben, halt, so, hey, morgen gibt's wieder ein Geschenk, ne, denk dran und dann, oh ja, stimmt. Und ja. Dann haben sie sich richtig drauf gefreut. Oh, das ist schön, ja. Wir haben natürlich auch ganz viel facegetimed? Ich sag das jetzt einfach mal, ne, also telefoniert, einen Videoanruf gemacht und das war immer ganz, ganz süß, wenn dann die Kinder mir dann auch mittags erzählt haben, was dann morgens, was sie ausgepackt haben, es war dann mal so ein Buch drin oder mal so ein Malheft oder so, dass sie dann schon mit dir praktisch viel, viel gemalt haben. Du musst es dann auch manchmal mal hin und herhalten. Dann da hast du so einen Schleim gekauft da, ne? Übelst die Katastrophe. Das war nachher in den Klamotten überall. Ich war auf Klo und haben die es gerade ausgepackt gehabt und dann kamen die an mit den Händen voller Schleim. Ich hatte die schon fertig angezogen für den Kindergarten. Ich durfte die nochmal umziehen. Der ganze Boden im Badezimmer war nachher voll mit diesem Schleim, ganze Waschbecken, das hat man echt nicht weggekriegt. Das war voll die Katastrophe. Und da war ich auch richtig sauer, habe ich dir noch geschrieben. Ah, super, ne? Voll. Boah, das war... Schleim ist... Ist das dein Ernst? Ich habe nur eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Slime, ist das dein Ernst? Kurz vorm Kindergarten, die ganze Couch ist voll, das ganze Bad ist voll, nur eine Sauerei, ich krieg's nicht mehr aus dem Klamotten raus. Du, ich hab's einfach gekauft, das gab bei Rossmann und dann dachte ich auch, komm, so ein Glibberzeug für ein paar Cent, kannst du mal... Kann ich den Kindern mal gönnen, ne? Ja gut, ich habe natürlich von all dem nichts mitbekommen. Letztendlich kann man sagen, dass die Kinder das wirklich gut gewuppt haben. Ich muss aber auch sagen, um so ein paar, um euch zu informieren, wie sah eigentlich mein Camp wirklich aus? Also ich hatte von morgens bis abends ganz viele Workshops. Natürlich waren da manchmal so Fotoshootings dabei, auch tatsächlich Pressetermine. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Es waren 22 Frauen insgesamt im Camp. Und ja, dann war natürlich auch die Presse sehr, sehr neugierig, welche Botschaft denn die einzelne Kandidatin so hat. Und es war wirklich so, dass wir immer jeden Abend so eine Art Daily-Up hatten, also vom Miss Germany-Team aus. Ja, dann hatten wir ein Treffen und wir bekamen immer erst abends Bescheid, was am nächsten Tag eigentlich so ansteht. Und dann haben wir eine Dispo bekommen aufs Handy und dann hieß es, weiß ich nicht, 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr morgens schon losfahren. Also wir hatten wirklich nur in Anführungsstrichen die Freizeit zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, das war dann nicht mehr so flexibel, auch mit den Telefonaten nicht. Ich kann mich erinnern, also so Tag 2, Tag 3, 4 und 5, das war dann noch so ein bisschen entspannt auch
du, ne, Schatz, hast das dann auch mit den Kindern gut gewuppt, aber irgendwann mal hast du auch gedacht, ey, Schatz, warum meldest du dich denn nicht? Und das war wirklich ein bisschen doof, weil da war man sehr, sehr eingespannt, denn meine Freizeit, die ich dann ja hatte, ich sag mal eine Stunde Mittagessen, da musste ich dann Mittagessen und dann das auch ein bisschen abtimen mit den Kindern. Sind die jetzt gerade zu Hause oder haben die selber Programm? Und dann hieß es immer irgendwie 15 Minuten telefonieren und dann war das immer sehr schnell, oder? Ich fand das schon eine Katastrophe, das hat mich auch richtig aufgeregt. Wir hatten, glaube ich, keine komplette halbe Stunde, die wir mal ohne Stress irgendwie telefonieren konnten oder per FaceTime dann irgendwas machen konnten. Das fand ich echt schade und das hat mich auch echt genervt. Ja. Weil, ja, du hast eine Familie auch und ich verstehe auch nicht, dass ihr das nicht vielleicht ein bisschen boykottiert hättet oder so. Ich sagte, hey Leute, wir haben eine Familie zu Hause, wir wollen wenigstens eine Stunde oder so am Tag Zeit haben für die Familie halt. Das war echt, echt nervig halt. Vor allem die Kinder haben auch immer gefragt, ne, wo ist Mama, gerade Chloe? Und dann hat die immer schon gesagt, Mama Miss Germany. Dann hat die auch manchmal so zu einer Erzieherin, wenn ich es abgeholt habe. Und dann einfach, ja, gesagt, Mama Miss Germany und ja. Ja, auf jeden Fall, das kann ich da auch wirklich mir vorstellen. Von meiner Sicht aus muss ich wirklich sagen, da unser Tag immer von morgens bis abends so gefüllt war, also ich war vor 22 Uhr abends oft nicht auf dem Zimmer, ist die Zeit bei mir aber auch super schnell gerannt. Also diese Campzeit konnte man einfach nicht mit der realen Alltagszeit vergleichen. Also manchmal, ich als Mama kenne das, da weiß ich nicht, kommt mir vor, manchmal an einem Nachmittag, dass eine Stunde so rumgeht wie gefühlt 3 Stunden. Und im Camp war das so, wie? Schon eine Stunde rum? Also manchmal bin ich abends ins Bett gegangen, hatte das Gefühl, dass ich erst vor 2 Stunden aufgestanden bin. Wo war der Tag hin? Und bei mir war das wirklich sehr schnelllebig, weil eben so viel zu tun war. Und da konnte ich es total verstehen, dass die Stimmung da bei meinem Mann so nach 7 Tagen echt gekippt war. Ich fand's aber sehr, sehr süß, Schatz. Und ich hätte damit nicht gerechnet. Oh Gott, wenn ich das jetzt erzähle, dann denke ich alle, oh, was für ein Romantiker. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, also mein Mann ist wirklich da sehr, sehr romantisch. Bin ich gar nicht. So ein Mix aus Macho und Romantiker. Du hast mir Blumen hingeschickt zum Hotel und 2 Briefe geschrieben. Mhm. Das war wirklich sehr süß und sogar schon am 2. Tag oder so. Ich habe dann einen Brief bekommen oder am 3. Tag. Hallo, mein Schatz. Ja, das und das haben die Kinder gemacht. Ich soll dir ausrichten, weiß ich nicht. Wir denken an dich, wir vermissen dich, Mama. Und dann hat mir Carlos noch ein Bild gemalt. Und ach, das war wirklich sehr, sehr süß. Aber das hörte dann auch ganz schnell nach dem 5. Tag wieder auf, weil du dann zu sauer warst. Nein, ich war nicht sauer. Der Plan war halt auch, dass ich jeden Tag einen Brief schreibe. Und dann habe ich nach dem 3. Tag, glaube ich, gemerkt einfach, ja, wir machen eh FaceTime oder schreiben und du weißt ja eigentlich schon alles, was wir machen und dann macht es ja auch keinen Sinn, das irgendwie ja, nochmal einen Brief zu schreiben halt und deswegen habe ich danach nochmal aber das war sehr süß. Einen Blumenstrauß geschickt. Ja, das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und nicht an Valentinstag, nee. Denn die Campzeit, die ging vom 2.2. bis zum 20.2. Und ich weiß gar nicht, wann war Valentinstag? Am 14.2. ist Valentinstag. Ja, genau. Ich glaube schon. Und, nicht an Valentinstag. Aber da legen wir sowieso nicht so viel Wert drauf, weil Valentinstag ist für uns immer so ein Pflichtprogramm. Und eigentlich, um Liebe zu verteilen, das sollte ja nicht aus Pflicht sein, sondern einfach nur, weil man es ja gerne macht. Genau. Ja. Du, außerdem bekommst du ja fast jeden Freitag, wenn ich zum Markt fahre, einen frischen Blumenstrauß. Genau. Abends ins Bett gehen ist auch irgendwie so ein schönes Thema. Gerade die Einschlafbegleitung ist ja bei vielen Eltern immer ein großes Thema. Bei uns hat sich das ganz gut eingespielt schon vor dem Camp. Also wir haben es immer abgewechselt, ne? Also dass du die Kinder ins Bett bringst, genauso ich wie ich. Ich bringe die Kinder fast eigentlich öfter ins Bett als du. Finde ich schon. Ich glaube, du machst sie öfter fertig, Schatz, aber letztendlich heißt es, Mama, bleibst du noch bei mir im Bett liegen? Und das mache ich oft. Noch Buch lesen und so. Ja, das bist du aber selber schuld. Ja, das hat sich bei mir so eingespielt. Ja, also du machst dir oft fürs Bettchen fertig, das stimmt, aber ich bleibe immer bei den Kindern und lege mich noch dazu. Ja, aber das ist auch nochmal so deine Mama-Kind-Zeit nochmal so kurz vorher, weil du halt so viel am Arbeiten bist halt. Und ich glaube, deswegen machst du das auch noch. Ich habe die Kinder tagsüber viel länger, sage ich mal, oder intensiver als du. Und ich glaube, deshalb machst du das einfach auch noch, um nochmal ein bisschen bei den Kindern so intensive Zeit zu nutzen. Ja, das stimmt. Da hast du wahrscheinlich recht. Aber wie war das denn da abends? Wollten die dich dann auch noch da haben oder hast du dich dazugelegt? Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht. Gut, dass wir im Podcast drüber reden. Ne? Wie war das eigentlich? Erzähl mal. Ach, ich habe das ja, da war so eine Ausnahmeregel, sag ich mal. Wir haben ja noch das Familienbett oder das halbe noch, sodass wir 3 Matratzen haben.
weil immer ein Kind eigentlich nachts immer noch zu uns hinkommt. Und dann habe ich denen gesagt, wisst ihr was, Mama ist jetzt nicht da, dann machen wir jeden zweiten Tag, dürft ihr unten bei mir mitschlafen im Bett. Und das haben die auch sehr gut angenommen und sich natürlich mega gefreut. Und ja, da hat das auch geklappt, dass die dann alleine in ihrem Bett geschlafen haben, weil ich dann auch gesagt habe, einmal das mit dem Geschenk halt nächsten Morgen, das hat immer gut gezogen, und dann, dass sie am nächsten Tag dann auch wieder bei uns mitschlafen dürfen. Und das haben die echt super angenommen. Ja, voll gut. Also richtig, richtig gut. Meine zweite Frage war tatsächlich, als sie aus dem Camp wieder da war, kann ich mich sowas von dran erinnern. Schatz, haben dich unsere Kinder eigentlich auch so oft aus dem Bett geschmissen wie mich nachts? Denn ihr müsst euch vorstellen, also die Zuhörer wissen das jetzt gerade nicht, dass die jede Nacht meinen Namen rufen. Also egal was ist, ne? Carlos, der hat auch manchmal mit Beinschmerzen zu kämpfen. Also das sind ja diese Wachstumsschübe, dass er so Beinkrämpfe hat. Oder Chloe hat schlecht geträumt. Und immer Mama, Mama. Also das erste Mal rufen die mich so um 23 Uhr, dann gerne mal um 2 Uhr nachts oder mal um 4 Uhr morgens. Das ist immer unterschiedlich, aber es kommt echt regelmäßig vor. Und du sagtest mir, also Schatz, sorry. Voll der Luxus. Weil ich dachte echt, oh Gott, jetzt schmeißen die meinen Mann raus. Also wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, aber die rufen ja halt immer mich. Ey, ich glaube, die haben dich nur zweimal gerufen. Das waren die ersten 3-4 Tage, nur dass Chloe wirklich dann gerufen hat, auch Mama natürlich. Ja, krass. Und dann bin ich hoch, dann hat sie meinen Schnuller irgendwie nicht wiedergefunden gehabt oder so. Und da habe ich schnell wieder reingesteckt und dann war's das, ne? Ist unfassbar. Also ich habe die, glaube ich, ja, 2 oder 3 Mal dann auch mit runtergeholt nachher, weil sie dann zweimal am Tag oder in der Nacht dann gerufen hat, aber dann war auch gut. Die letzten Nächte waren alle top. Ich glaube, ganz ehrlich, das hatte ich dir ja auch schon gesagt direkt, ich glaube, dass Kinder das sofort spüren. Also die wissen ja, ich bin ja bei den Kiddies schon seitdem die, ja, aus mir rauskommen. Was für ein logischer Satz von mir. Nein, aber ja. Ich bin ja Tag und Nacht für sie da. Also René, der hatte, wir arbeiten ja jetzt erst seit 1,5 Jahren zusammen. Vorher warst du ja, Schatz, schon früh in der Werkstatt. Du hattest auch keine Elternzeit so großartig. Also wirklich, ich glaube, du warst nur eine Woche oder so. Nee, zwei Wochen hatte ich. 2 Wochen? 2 Wochen waren das schon. Eine? Ja, gut. Ja, ich meine schon. Ich meine nur eine, aber egal. Dann sagen wir, 2 Wochen warst du zu Hause, aber ansonsten bin ich ja dann immer aufgestanden zum Stillen, Flasche fertig machen und so weiter und so fort. Und deswegen ist das schon so eingebrannt, dass sie sich denken, nö, nachts, da rufe ich natürlich Mama. Und nach der 3. Nacht hast du ja gesagt, dann hat das auch ganz schnell aufgehört. Die Kinder schnallen das, wenn Mama nicht da ist, dann brauche ich sie auch gar nicht zu rufen. Was mich jetzt gerade so ein bisschen stutzig macht, ist, dann ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Also vielleicht wären die ja nachts oder wurden sie auch nachts tatsächlich wach, haben sich gedacht, auch Papa ist eh nur zu Hause, Mama betüllt mich nicht. Also brauche ich jetzt gar nicht zu rufen. Also so oder so ist es echt spannend. Weil jetzt so, das ist, gediegen ist das. Ich bin die Erste, ich war jetzt wieder zu Hause und direkt in der ersten oder der 2. Nacht haben sie mich wieder gerufen, ne? Ja, ich musste beichten, die haben Papa gerufen. Chloe hat Papa gerufen. Ich habe einfach gesagt, Schatz, steh auf, die ruft dich. Echt jetzt? Ja. Wieso? Und scheiß jetzt. Da können wir ruhig beibehalten, dass die Kinder dich jetzt rufen. Echt. Na toll. Ja, aber gestern warst du schon wieder. Aber du schmeißt mich wirklich immer raus, weil ich höre jetzt auch. Nö, ich höre die Kinder nicht mehr. Leute, das können wir auch mal zelebrieren, weil ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie war es für mich in der Campzeit ohne den Kindern? Ich habe es mir am Anfang viel schlimmer vorgestellt. Also ich habe wirklich gedacht, oh Mann, wie wird die Zeit ohne Kinder? Ich habe auch sogar teilweise gedacht, schon bevor ich eingezogen bin, na, ob ich das nicht mal abbrechen werde. Also, weil ich einfach meine Kinder vermisse. Dann ist das ganze große Ding, der Titel Miss Germany zu sein, einfach nicht so wichtig, wenn du einfach so stark deine Kinder vermisst. War ja dann doch nicht so. Also ich wurde ja prima abgelenkt und mir hat das auch tatsächlich, hört sich jetzt rabenmuttermäßig an, aber mir hat es auch echt gereicht, ihm so ein bisschen mit denen zu telefonieren, einmal zu hören, geht's euch gut, auch diese Videoanrufe haben mir schon gefallen. Und wenn so nach 20 Minuten schon das erste Kind da hinten geschrien hat, Papa, er hat mich geärgert, bring mir das und das. Ja, Hashtag Rabenmutter. Hab ich gedacht, oh gut, dass ich gerade richtig viele Kilometer weiter weg bin. Also das ist schon krass, ne? Ich habe das schon richtig, richtig genossen. Und auch, dass ich die Nächte durchschlafen konnte. Nicht ausschlafen, weil ausschlafen war ja nicht. Aber so dieses, boah, ich muss mich nur um mich alleine kümmern. Also ich glaube, ich mache jetzt auch ein paar vielleicht neidisch von euch. Ich sag nur eins, ja, man geht einmal zum Spielplatz und man hat das Gefühl, dass man einen Koffer hinter sich her schleppt, weil man, weiß nicht, ein Breigläschen dabei hat, Knabberstangen, Windeln, Feuchttücher, noch Tüten für die Windeln dabei und so weiter, Schnuller.
Man hatte einfach super viel mit, wenn man nur mal ganz kurz mit den Kindern weg möchte. Und ich hatte nur mich dabei. Nur mich, mein Handy und das war's. Richtig, richtig geil. Andere Camp-Kollegin von mir, also es gab nur eine Mama, die war auch dabei. Alle anderen hatten noch keine Kinder. Und die waren tatsächlich geschafft, ne? So nach 20 Uhr dann, boah, ey, was für ein harter Tag, ne? Ich bin jetzt froh, wenn ich auch im Bett lieg. Und ich hatte tatsächlich sogar noch Energie, weil ich dachte so, geil, Alter. Oh, hab ich gerade Alter gesagt? Ich muss mich nur abschminken und ich muss mich einfach nur ins Bett hauen. Ohne Einschlafbegleitung, ohne Abendessen. Also, Stulle schmieren, ich koch ja nicht. Solche Sachen halt. Und das ist schon cool, ne? Ja, das war eine geile Erfahrung und ich freue mich total, dass ich die machen durfte und ich freue mich irrsinnig, dass mein Mann, ja, dass du mich da einfach so unterstützt hast. Das war echt richtig, richtig, richtig schön. Ja, ich kann ja nochmal erzählen, wie unser Tag so abgelaufen ist. Ja, gern. Ne? Morgens, klar, Kinder wecken oder die waren ja meistens schon wach, dann anziehen, Frühstück machen und dann ab zur Kita. Und die erste Woche war es halt so, dass die Kinder sind immer bis 14, 30 in der Kita. Dann hatte ich halt immer noch Zeit, ins Büro zu gehen und zu arbeiten. Aber dann sind so viele Corona-Fälle in der Kita gewesen und auch schon in den Gruppen teilweise von unseren Kindern, dass ich dann gesagt habe, hey, das wird mir ein bisschen zu heiß, nachher kommen wir nicht zum Finale. Deshalb habe ich die Kinder dann eine Woche vor dem Finale, bevor wir Jenny abgeholt haben, aus der Kita rausgelassen. Und ich glaube, das war vielleicht auch der Punkt, warum ich dann nachher so ein bisschen gestresst war oder mein Geduldsfaden dann halt so kurz geworden ist. Da hatte ich sie dann halt von morgens bis abends zu Hause. Und das Komische ist, als Jenny dann weg war, war es halt auch wirklich strukturierter zu Hause. Jenny ist ja eigentlich mehr so der Chaot und ich bin mehr der, ja, Organisierte und Strukturierte. Und das fand ich auch eigentlich super und das versuche ich auch immer noch ein bisschen jetzt durchzusetzen. Die Kinder ziehen sich unten im Flur direkt die Schuhe aus, ziehen sich die Hausschuhe an, hängen die Jacken ordentlich auf und gehen dann erst nach oben. Und das klappt bis jetzt immer noch ganz gut. Gut, ist jetzt fast erst eine Woche. Aber das ist schon krass, dass du das gesagt hast. Also ich bin wirklich, ich bin so, ach komm, ne, nach mir die Sinnflut, sagt man das so? Ich weiß noch nicht mal, ob der Spruch dazu jetzt passt, aber ja, ich bin halt so, ich mache mir das Leben so, wie es mir gefällt. Und es ist aber wirklich so, das haben wir aber auch schon miterlebt, gerade, also wenn ein Elternteil mit den Kindern zusammen am Tisch sitzt. Nur mal ein Beispiel, ne? Also Mahlzeitsituation. Und dann kommt der zweite Part dazu. Ist das immer lauter? Und plötzlich drehen die Kinder ab. Das hatten wir schon ganz oft, ja. So, auch mal im Urlaub. Also ich sage, Schatz, ey, gerade war alles ruhig und jetzt schreien die los und du bist gekommen, ne? Ja, jetzt kommst du und dann ja, genau. Los. Aber es ist auch umgekehrt. Das ist nicht nur bei mir so, sondern es ist auch bei dir so. Ich glaube, dass Kinder das auch sehr genießen, einfach nur eine Bezugsperson zu haben, gerade, oder eine Ansprechperson. Gerade weil wir ja zusammen arbeiten und noch zusammen leben, ist das ja wirklich so. Wir haben halt einen unterschiedlichen Lifestyle, dass die dann immer so ein bisschen hin und her gerissen sind, ne? Naja, du, auf jeden Fall bist du der Strukturierte von uns. Genau. Und ich finde das gut, dass ich jetzt ganz, ganz gut erzogene Kinder habe. Ja, gut erzogen waren sie ja vorher auch, ne? Aber die wussten halt, die kommen von der Kita nach Hause, dann spielen wir irgendwie ein Spiel zusammen. Wir haben dann Uno gespielt oder Memory oder du hast ja, in den Paketen waren auch teilweise Spiele drin, die du gemacht hast. Aber das habe ich mit den Kindern auch gemacht, ne? Ja, nein, aber Kita. Die wussten dann aber, okay, das ist jetzt. Ja. Die haben dann nicht so oft gefragt, so darf ich jetzt Fernsehen gucken oder nee, so? Oder darf ich jetzt irgendwie Eis sind auch öfter gefragt. Eis gibt's immer. Aber die wussten dann sind wir nach draußen gegangen, irgendwie in den Garten, sofern es dann möglich war, aufgrund des Wetters. Dann wussten die ganz genau, dass es dann so gegen 18 Uhr durften die dann jeder eine Folge von ihrer Lieblingsserie gucken. In der Zeit habe ich dann das Abendessen vorbereitet. Dann haben wir zusammen Abend gegessen. Dann aber so war das, Schatzi, Moment, so war das bei uns aber vorher auch. Ich habe immer gesagt, um 18 Uhr, kurz vorm Abendessen, da dürfen die eine Folge Serie gucken. Und ich bin immer mit den Kindern nach draußen gegangen oder habe mit den Kindern gespielt. Aber ich glaube, das kommt dir nicht so strukturiert vor, weil die Kinder einfach zwei Ansprechpartner hatten. Also, verstehst du, wie ich das meine? Sondern auch, Papa, darf ich jetzt eine Folge gucken? Und dann hast du schon Mama gefragt. Nee, also, verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich meine, bei mir haben die gar nicht gefragt, weil die wussten, dass dann erst das gibt. Ja, genau. Bei dir fragen sie dann immer zwischendurch, weil sie wissen, dass du eher mal Ja sagst. Gar nicht. Ja, aber guck mal, es ist so interessant. Das ist cool, dass wir jetzt hier so einen Podcast haben. Jetzt können wir mal drüber reden. Man kann sagen, ich bin der konsequentere Part. Ja, und genau. Du bist konsequent, inkonsequent.
Aber auf jeden Fall ist es wirklich spannend. Dann lass uns das doch jetzt weiter fortführen, weil ich weiß auch ganz genau, dass wir das vorher am Anfang auch so hatten. Ich habe dann immer, weißt du das noch? Da habe ich gesagt, echt so, ey Schatz, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Jetzt in der Winterzeit haben die Kinder natürlich dann auch mal öfter Fernsehen geguckt. Also ich, ja, mein Gott, also bei uns ist es nicht so, dass sie nur am Wochenende eine halbe Stunde Fernsehen gucken können. Nein, das sehen wir auch ein bisschen lockerer. Aber letztendlich, dass das nicht zu viel wird, habe ich dann schon immer gesagt, nee, erst abends. Wenn wir dann das Abendessen vorbereiten, dass ihr dann vorher ein bisschen gucken könnt. Finde ich gut, dass du das ja auch so aufgegriffen hast. Und schon alleine, dass die Kinder ja immer das Gefühl haben, ah, wir haben jetzt zwei Ansprechpartner, ist es ja so, dann immer, ja, was hat Mama gesagt? Ja, Mama hat Nein gesagt, ja, oder Papa oder so. Das ist immer so ein bisschen wischiwaschi dann am Alltag. Aber ist ja cool, dass sie das jetzt wissen. Dann ziehen wir jetzt beide an einem Strang. Und ich werde jetzt auch so konsequent sein wie du. Warten wir es mal ab. Ja, warten wir es mal ab, ne? Ich war ja noch nie so lange mit den Kindern alleine und ich habe mir das eigentlich ein bisschen schlimmer vorgestellt in dem Sinne, dass die Kinder Jenny viel mehr vermissen. Aber das ist wirklich so. Dann guckst du jetzt. Ich mach gerade große Augen. Ja. Nein, aber wirklich, ich habe echt gedacht, dass die vielleicht ein bisschen mehr rumheulen und weinen, dann sagen, oh, ja, ich will zu Mama, Mama soll hier, aber es war überhaupt nicht so. Die haben sich halt immer gefreut, auch wenn wir dann mit dir FaceTime gemacht haben, aber ansonsten haben die nicht wirklich oft dann irgendwie gesagt, hey, Mama soll jetzt kommen oder sonstiges halt. Finde ich einerseits gut, weil nein, weil ich dann halt weiß, okay, dass sie wissen, erstens wissen auch, dass du wiederkommst und was du gerade machst. Ja. Das haben wir auch immer sehr oft besprochen vorher. Und auch, dass sie mir so viel vertrauen halt, dass, ja, dass ich denen genug bin. Ja, genau. Und ja. Also ich muss dazu unbedingt was sagen, denn ich empfinde das Ganze mit einem kleinen weinenden, aber auch lachenden Auge, denn ich könnte diese Reise nie machen, wenn ich wüsste, dass sie nur rein richtige Mama-Kinder sind. Aber ich habe mich da auch schon weit vor dieser Miss Germany Camp-Reise davon getrennt. Also ich mache das, wie soll ich das sagen? Ich denke und behaupte nicht von mir, dass es meinen Kindern nur gut geht, wenn ich bei ihnen bin. Also davon habe ich mich schon freigesprochen, auch schon relativ früh, dass ich da kein schlechtes Gewissen haben brauche. Weil ich finde es immer sehr schade, wenn sich Mütter auch selbst den Titel geben, okay, nur wenn ich da bin, läuft auch alles. Ne? Und das ist, wenn man das ja auch immer sagt, dann bekommt man ja auch die Bestätigung. Und dann ist es quasi wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man immer sagt, Gott, wenn ich nicht zu Hause wäre, Gott, dann würde ja nur das Chaos ausbrechen, ne? Wenn ich nicht da wäre, wie sollen denn dann die Kinder in Ruhe einschlafen? Und das ist ja auch so eine Spiegelung gegenüber dem eigenen Mann, weil er denkt sich dann ja auch, es ist ja quasi in die Schublade reingesteckt, stimmt, meine Frau sagt das so, das wird nichts laufen, also ist das so. Ich finde, dass man den Männern viel, viel mehr zutrauen sollte und aber auch, ich habe dir ja auch super viele Freiheiten gegeben. Also es gibt da ja auch viele Mütter, die sagen, achte darauf, Punkt 19 Uhr ins Bett. Dadurch, dass ich ja eher so eine locker flockige Mutti bin, die ja jetzt nicht so überpädagogisch immer reagiert, hattest du ja auch deine Freiheiten. Also ich finde, jeder sollte so den eigenen Stil finden, den eigenen Erziehungsstil. Ich habe da zum Beispiel eine Freundin, die sagt, boah, ich könnte meinen Mann nie alleine einkaufen schicken, weil er die 7 Sachen immer vergessen würde, die wichtig sind im Haushalt, ne? Und das ist so schade, weil eigentlich könnte man ja sagen, du pass auf, geh ein paar Mal öfter einkaufen, gerade aus dem Grunde, dann könntest du mich nämlich entlasten. Und wenn dann mal die 5 Teile mal fehlen, ja mein Gott, ne, dann verhungert man auch nicht. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Also deswegen lacht sagen. Jetzt gerade mein Mann. Mein Mann geht nämlich immer einkaufen und ich würde die 7 sieben wichtigen Sachen vergessen. Also Schatz, trau mir ruhig mal einen Einkauf zu. Das hört sich gerade nämlich auch so an, so wie, ich frage gerade für einen Freund, aber eigentlich meine ich mich. Nein, also nee, das ist aber wirklich so. Ich will jetzt den Namen meiner Freundin hier nicht nennen, aber sie würde ihrem Mann deswegen nie einkaufen schicken. Und bei mir ist das so, hey Mann, Schatz, schick mich doch mal einkaufen. Selbst wenn ich die 7 wichtigen Sachen vergessen würde, dann sag so, ist doch egal, beim nächsten Mal schaffst du es bestimmt, beim nächsten Mal schaffst du es. Also, das habe ich quasi ein paar Mal so ein bisschen ausprobiert, deswegen gehe ich jetzt einkaufen. Einmal, habe ich einen Teil vergessen. Ach, ist auch egal. Nee, egal. Nein. Und wenn mal nicht alles glatt läuft, dann ist das halt so, aber das hast du ja prima gemeistert. Ich sag mal so, du warst ja eh nicht da, von daher konnte ich ja eh quasi machen, was ich wollte. Ja. Und aber eigentlich haben wir den Tag so weiter durchgezogen, wie er sonst halt auch immer war. Und was ich aber noch sagen muss, ist, ich habe die Zeit
bewusster, nochmal intensiver mit den Kindern erlebt, weil ich dachte so, boah, jetzt habe ich echt so Papa-Kind-Zeit und jetzt ist Jenny mal gar nicht, oder die Mama gar nicht mal da, und habe das dann auch teilweise genossen halt, dass ich einfach ganz viel Ruhe hatte mit den Kindern und das einfach genießen konnte. Und ich glaube, die haben das auch ziemlich genossen halt, dass man einfach mehr, ja, noch mehr die Zeit intensiver zusammen genossen hat, weil sonst ist der andere, klar, der eine beschäftigt sich ja meistens mit den Kindern, aber der andere, was weiß ich, der räumt dann gerade auf und wuselt so dazwischen rum, und es ist dann immer ein bisschen, ja, ist dann nie so ruhig, so, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja das, was ich gerade sagte. Wenn die, wenn Kinder zwei Ansprechpartner haben, dann ist das immer so ein Wischiwaschi. Ja, genau. Ich habe auch mal gehört, eine Mama da, wo der Vater tatsächlich immer unter der Woche unterwegs ist, beruflich, und er kommt immer nur am Wochenende zu Hause. Die Mama hat gesagt, also ich liebe meinen Mann über alles. Wir freuen uns auch, wenn der Mann am Wochenende zu Hause ist, ne? Aber dann ist Chaos. Chaos, Chaos, Chaos. Weil die Kinder plötzlich zwei Ansprechpartner haben. Also wenn nur eine Ansprechpartnerin da ist und die weiß, wie es unter der Woche läuft, und plötzlich ist der Papa zu Hause, erlaubt eventuell 5 Dinge mal mehr, und ne? Das ist dann, ja, es ist einfach schwieriger dann, ne? Ich denke gerade auch mal so drüber nach. René hat ja schon vorhin gesagt, dass ich ja so eine kleine chaotische bin. Bin ich tatsächlich. Also wenn ich abends keinen Bock mehr habe, die Küche aufzuräumen, dann denke ich mir so, ja, rennt mir eh nicht davon. Dann ziehe ich mir jetzt lieber eine Netflix-Folge rein, weil ich nach 21 Uhr auch mal endlich Feierabend haben möchte, und mach's dann einfach am nächsten Morgen. Und da hat René zu mir gesagt, ne Schatz, du hast gesagt, pass mal auf, wenn du mal weg bist, ne, es wird hier so ordentlich sein, es wird so toll ausschauen und dir endlich Struktur und so weiter, ne, endlich mal Ordnung hier im Haus. Und da kann ich mich erinnern, du hattest Besuch von deinem Kollegen und er hatte eine Instagram-Story gemacht. Ich denke, nein, er hat eine Instagram-Story gemacht und hat dann unsere Bude gefilmt, als ich dann, ich war ja im Camp und hab's dann mitverfolgt, und dann... Oh, hast du dich in der Küche versteckt und dein Kumpel hat dich dann gefunden. Und dann Kisten, Kartons, Pfandflaschen, Müllsäcke, alles stand da rum. Und ich denke mir so, aha. Ich muss ja sagen, mich hat es ein bisschen gefreut, weil ich dachte auch, es sieht auch Gott sei Dank so aus, wenn ich nicht da bin. Das war aber auch nach 2 Wochen erst, wo die Kinder dann schon eine Woche auch mit zu Hause waren. Ja, okay. Das muss man dazu sagen. Ja, vorher, okay. Vorher war es wirklich, ja, nicht wirklich ordentlich, aber schon ordentlicher, ein bisschen strukturierter. Ich habe sogar die Kinder dazu bekommen, dass die ihr komplettes Spielzeug aus dem Wohnzimmer nach oben bringen und aufräumen, bevor es zum Abendessen ging. Ich habe nämlich gesagt, vorher gibt es kein Fernsehen. Ach so. Und das habe ich wirklich jeden Abend so gemacht, und das finde ich auch gut, dass wir es jetzt beibehalten. Beibehalten sollten. Das ist gut, dass du mich jetzt gerade informierst, dass wir das weil so machen. Mich hat das wirklich genervt. Auf dem Esstisch lagen immer so viel Lego-Sachen. Ja, liegt wieder. Unter dem Fernseher. Ja. Ja, dann machen wir das jetzt. Du musst mich informieren, das ist ja voll geil. Das fiel mir jetzt gerade ein. Ja. Ich muss drüber reden. Ja, okay, weil also im Wohnzimmer, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, aber bei uns im Wohnzimmer, da ist immer richtig viel, so viel Spielzeug. Ja. So viel Spielzeug. Ja, genau. Ein interessanter Ansatz, finde ich sehr, sehr gut. Als du gesagt hast, dass die Kinder ja dann in der zweiten Woche zu Hause waren wegen Corona, boah, da habe ich mich so zurückerinnert gefühlt, als du noch als Kfz-Mechatroniker von morgens bis abends dann in der Werkstatt warst und dann abends hattest du noch die Meisterschule aufwärts. Das war gerade die Zeit im Lockdown, da war ich mit den Kindern 3 Monate zu Hause von morgens bis abends. Leute, ich weiß nachher nicht, wie ich das geschafft habe. 3 Monate, oh, ich würde jetzt und ich weiß noch ganz genau, wenn du da abends nach Hause kamst, ich sag, boah, Schatz, kriegst du eigentlich irgendwas vom Lockdown mit? Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Und dann hast du noch gesagt, nö, bei uns in der Werkstatt. Weil die Werkstatt, die musste ja aufbleiben, also die durfte ja auch aufbleiben, weil ohne Autos funktioniert die Welt ja auch nicht. Das war schon eine krasse Erfahrung. Deswegen, wenn du dann sagst, boah, ich war 24/7 mit den Kindern allein zu Hause, dann trifft es mich wieder so und dann, boah, fühle ich mich in die Zeit zurückversetzt, als ich mit den Kindern da alleine war. Und ich sage euch, das war nicht schön. Ich möchte diese Zeit auch nie wieder zurückkommen. Das Krasseste war, ich habe ja dann auch schon Instagram gemacht, habe ja auch Stories gemacht, und weil ich ja gelernte Erzieherin bin, habe ich meiner Community auch immer so Spielideen gezeigt. Also ich habe mit den Kindern jeden Tag eine Spielidee entwickelt, gemacht, aus Pappkartons haben wir dann Häuser gebaut oder.
Habe ich dann aufgenommen und dann der Community mit als Tipp gegeben. Die war natürlich auch mega dankbar und ich glaube, dass man die Zeit einfach durchgestanden hat, weil man wusste, man ist nicht alleine. Aber ich muss sagen, riesen Respekt auch an dich, dass du jetzt mit den Kindern eine Woche lang von morgens bis abends alleine warst. Ich glaube, meine Eltern und deine Eltern waren da ja auch zur Unterstützung, auch gerade jetzt meine Schwiegermama, die hat dir da sehr, sehr gut geholfen. Aber es ist schon eine krasse Zeit. So, und jetzt die Frage, würde ich es nochmal tun? Also es war jetzt das allererste Mal, dass ich so lange alleine war. Nie wieder so lange alleine, das hast du mir auch gesagt. Du hast gesagt, genau, Schatz, wir machen das nie wieder. Nie wieder 18 Tage ohne mich, auf gar keinen Fall. Dann komme ich mit oder so. Ne? Wir sind nie wieder so lange getrennt, das war sehr, sehr süß. Ja, das machen wir auch nicht nochmal. Aber die Zukunft beruflich, muss man schon sagen, ist es ja so, dass wir sehr, sehr flexibel sind, sehr, sehr viel arbeiten. Also bei uns ist es ja vermischt, Privatleben mit dem beruflichen Leben und wir trotzdem auch am Wochenende viele Termine auswärts haben, auch mal in anderen Städten, auch mal mit anderen Firmen, um zu besprechen und zu brainstormen für die ganzen Projekte, die jetzt noch anstehen. Und deswegen ist das quasi schon vorprogrammiert, ist das schon so, so sicher, dass wir auch öfter mal ohne den Kindern dann unterwegs sein werden. Also ich vielleicht mal so für 2 Nächte mal alleine oder für 3. Ich erinnere mich jetzt gerade, stimmt, du, bei dir steht jetzt demnächst auch ein Stammtisch. Kegeltour. Ja. Genau. Dann bist du für 4 Nächte, 5 Nächte? 4, 5 Nächte. Ja, 4, 5 ja. Nächte bist du dann weg, dann bin ich mit den Kiddies alleine, aber auch das sei dir, das hast du dir verdient, mein Schatz. Aber auch ich bin ja dann mal mit den Mädels weg. Und das sehen wir beide auch ziemlich locker, aber nicht mehr 3 Wochen. Also das machen wir nicht mehr. Ist zu lang. Genau, das ist zu lang. Vor allem die Zeit, dass wir nicht mal vernünftig Zeit hatten, irgendwie mit FaceTime oder diese Ruhe mal wirklich eine Stunde einfach nur zu quatschen. Genau. Das hat mir auch noch sehr gefehlt dazu und dadurch gefühlt, dass das mit dem Vermissen dann halt nochmal viel größer oder intensiver war. Ja, du hast mich da schon sehr arg vermisst. Ja, das war süß. Das hast du mir auch geschrieben. Ja, das machen wir auf jeden Fall nicht. Aber wir trauen uns das beide zu, dass wir die Kinder natürlich alleine, dass wir es zu Hause alleine gewuppt bekommen. Jeder Elternteil auf seine eigene Weise. Du mit mehr Strukturen. Ich lockerer. Das beweist ja auch oder ist ja auch ein toller Beweis dafür, dass ich auch in Zukunft einfach mal da mal beruflich für eine Nacht weg sein kann oder für 2 Nächte, weil wenn ich nicht mit ruhigem Gewissen wegfahren kann, weil ich weiß, oh Gott, meine Kinder, die würden so, so sehr leiden oder so, dann könnte ich das ja nicht machen. Also das ist ja Fakt. Und das ist schön zu wissen, dass ich dir da voll und ganz vertrauen kann als Ehefrau und auch als Mama. Das ist sehr, sehr schön. Und demnächst machen wir einfach vieles gemeinsam. Genau. Bei uns ist es ja sowieso, wo du gerade das alte, Mama-Papa-Bild angesprochen hast oder Elternbild, ist es sowieso bei uns umgekehrt, dass du quasi der Hauptverdiener bist und ich dann ja eigentlich der Nebenverdiener oder Hausmann oder wie auch immer mehr bin, obwohl ich halt mittlerweile auch immer mehr halt im Büro arbeite und das immer mehr wird, dadurch, dass das die Projekte immer mehr werden und ja. Es ist so, dass ich quasi, ja, du, wie du sagtest, der Hauptverdiener bin. Und du quasi mich im Background unterstützt. Aber ohne dich könnte ich das aber auch nicht tun. Also es ist schon wirklich eine Hand-in-Hand-Arbeit, weil du halt die Buchhaltung machst, du terminierst, du machst die Verträge, du schreibst die Rechnungen. Von allen dem habe ich nämlich keinen Plan, obwohl ich auf Social Media tätig bin. Aber so meine E-Mail verfassen, die dann auch mal ordentlich geschrieben ist, oh Gott, des Grauens bei mir, ne? Also da mache ich meine anderen Dinge, die ich sehr, sehr gut kann. Und deswegen ist es eine sehr, sehr schöne Teamarbeit. Aber es ist ja in jeder Ehe auch so, dass der eine den anderen Partner unterstützen muss, dann, sonst wird das Ganze ja gar nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Ja. Wenn dann so viele Männer auch, die auf viel auf Montage sind oder irgendwelche Geschäftsreisen und die Frau das zu Hause nicht, den Mann nicht unterstützen würde, wird das ja auch alles nicht klappen. Genau, genau. Also man sieht auch gerne mal immer nur den Hauptverdiener oder ich sag mal so den Menschen, der
im übertragenen Sinne sind die Promis. Wir können ja mal über die Promis sprechen, ne? Ja, den Vergleich, den hast du mal im Auto gemacht. Weißt du das noch? Da hast du gesagt, guck mal, man sieht immer nur den Star, in Anführungsstrichen, den Hauptverdiener, die Schauspielerin, die aber selbst Mama ist von zwei Kindern. Aber sie könnte auch keine Schauspielrollen annehmen und so viel machen, wenn nicht der andere Part zu Hause wäre, in dem Fall die Frau oder der Mann, und das zu Hause wuppen würde. Weil das, was im Background passiert, das sieht man einfach nicht. Und das eine funktioniert nicht ohne dem anderen. Also ich könnte ja nicht meine beruflichen Aufträge wahrnehmen, auswärts hier Termine machen, wie auch immer, wenn du das nicht zu Hause wuppen würdest und nicht die Termine, also wenn du nicht die Buchhaltung machen würdest. Von daher ist es schon eine sehr, sehr schöne, ja, Zusammenarbeit. Und den Kindern geht's auch sehr, sehr gut. Weil am Ende ist es immer wichtig, dass es den Eltern gut geht und dass es den Kindern gut geht. Denn die Kinder spüren auch, wenn Eltern einfach unglücklich sind. Also da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Und wir sind immer noch auf dem Weg, da einfach auf einen guten Nenner zu kommen. Und kommen wir auch beruflich und privat. Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Ja. Um nochmal auf die Zeit zu kommen, wo du unterwegs warst. Ich wurde voll oft angesprochen, dass ich jetzt ja Strohwitwer sei. Kanntest du den Begriff? Nein. Das ist, so nennt man dann einen Mann oder eine Frau Strohwitwe dann, wenn der Partner gerade nicht zu Hause ist, wenn er für länger irgendwie verreist, unterwegs ist oder sonstiges. Halt. Ich finde es auf jeden Fall krass, wie anstrengend das doch am Ende geworden ist mit den Kindern. Habe ich ja schon erzählt mit meinem Geduldsfaden, dass der ziemlich kurz war am Ende. Und ich habe da mega Respekt vor den alleinerziehenden Elternteilen, die das halt auch schon jahrelang machen. Das ist echt kräftezehrend und sehr, sehr anstrengend. Und ich finde es auch echt schwierig. Dann gibt es sogar manche, die dann auch keine Unterstützung von der eigenen Familie haben. Das finde ich schon echt krass. Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, wie ich das dann wirklich teilweise ohne deine Eltern, meine Eltern oder auch deine Schwester oder meine Schwester geschafft hätte halt, weil ab und zu war es dann echt entspannt, wenn die dann mal für mal Nachmittag oder so dann weg waren, oder die haben ja auch mal samstags bei meinen Eltern gepennt, dann, das war schon echt entspannt, hat immer echt viel Kraft gegeben, dann nochmal Zeit zum Regenerieren gegeben. Ja, voll, also ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich da voll meinen Hut vor allen alleinerziehenden Elternteilen ziehe, denn nicht nur, dass sie alleine den Alltag mit den Kindern rocken, nein, sondern die tragen ja auch die alleinige Verantwortung. Also egal, ob es jetzt um Kindergarten, Entscheidungen geht, Schule, Hausaufgaben, welche Schulform ist wichtig für mein Kind, also all das tragen sie alleine. Die müssen die Gefühle von den Kindern aushalten, wenn die mal wütend sind, gerade trotz in der Trotzphase. Es ist ja ganz, ganz häufig so, dass sie nicht einfach sagen können, ach, frag mal den Papa, ne? Oder kümmer du dich mal drum. Und das finde ich schon, schon krass. Also ich ziehe vor allen alleinerziehenden Elternteilen den Hut. Und du hast es ja jetzt auch miterlebt. Und ich konnte es nur ein bisschen erahnen, als ich im Lockdown mit den Kindern alleine war. Und auch das ist nicht zu vergleichen, weil, wie gesagt, du warst ja am Abend zu Hause. Und schon allein der Austausch hat ja schon geholfen, dass sie gesagt hat, boah, ich weiß gar nicht, was gerade mit unserem Sohn los ist. Der bockt irgendwie jetzt ein bisschen rum. Und wie kann ich da jetzt besser reagieren? Und diesen Austausch haben die alleinerziehenden Elternteile einfach nicht. Also ist Wahnsinn, ist schon krass. Abschließend ist da vielleicht noch zu sagen, dass das eine Erfahrung wert war jetzt. Gerade dadurch, dass wir so lange getrennt waren, dass man sich nochmal mehr wertschätzt wieder, weil man das Gefühl gegen ihn wann verloren halt, dadurch die Zeit, dass wir jetzt so lange zusammen sind oder waren und entschlossen haben oder für uns entschieden haben, dass das viel zu lange ist und wir nicht mehr so lange voneinander getrennt sein möchten halt. Ja, genau, richtig. Also längere Projekte machen wir gemeinsam demnächst und ansonsten sind das einfach kürzere, vielleicht mal für eine Nacht oder zwei Nächte, aber grundsätzlich machen wir es jetzt gemeinsam und ich finde es auch sehr, sehr schön. Ich bin einfach unfassbar stolz auf dich, dass du das alleine so schön gewuppt und geschafft hast. Es ist nicht auszuschließen, aber so lange machen wir es auf gar keinen Fall. Nicht noch einmal. Nein. Eine Hörerin, Helene, hat uns auch einen lieben Kommentar dagelassen. Sie würde sich wünschen, dass wir einfach mehr Gleichberechtigung hier
mit einfließen lassen und das ist auch die neue Zeit, denn diese klassischen Rollenverteilung, die es eben damals mal gab, die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht arbeiten, seht ihr an uns, wir sind das beste Beispiel, gibt es eben nicht mehr, denn ich als Hauptverdienerin bin eben öfter unterwegs als mein Mann und mein Mann, der geht dafür einkaufen und bringt die Kinder ins Bett, wie auch immer, und unterstützt mich da in der Buchhaltung. Also wir leben da schon sehr modern und auch das ist die neue Zeit, denn es heißt nicht nur, weil wir eben schwanger sind, also wir Frauen, dass wir rund um die Uhr zu Hause sein müssen, nein, sondern viele Frauen gehen ja eben auch schon früh arbeiten und dann kann man sich ruhig mal ein bisschen abwechseln, dass der Mann auch durchaus dann die Elternzeit verlängern kann, zu Hause bleiben kann und die Frau dann arbeiten geht. Ich meine, da kannst du ja jetzt wirklich aus Erfahrung sprechen, du hattest ja von vorhin gesagt, Schatz, und dass du es auch sehr genossen hast, einfach mal wirklich intensive Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ja, genau. Ich hätte auch gerne damals länger Elternzeit genommen, aber ich war bei meinem Vater in der Werkstatt, also mein Vater hat eine Autowerkstatt und ja, da war immer viel zu tun und es war halt ein Familienbetrieb und ja, es wäre halt schwierig geworden, wäre ich dann halt nicht da gewesen, ne? Ja. Und deswegen, weil das damals noch der Plan war, ich habe auch meinen Meister gemacht, dass ich die Werkstatt irgendwann übernehme. Und deshalb war das dann halt so. Aber jetzt hat sich das quasi, das Blatt gewendet quasi, dass du jetzt voll die Hauptverdienerin bist. Und ich habe da auch kein Problem mit, dich da drin zu unterstützen und ja, einfach die Sachen zu machen, die anfallen halt, wie auf die Kinder aufpassen, kochen. Ich koche zum Beispiel eigentlich immer, du schnibbelst höchstens mal an Salat. Ja, das stimmt. Einkaufen gehen und sowas halt, das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so die typische Frauenrolle, sondern einfach das, was anfällt. Und wer halt, sag ich mal, die meiste Zeit hat, der macht das dann halt. Einfach, genau. Einfach, um den anderen zu entlasten und zu unterstützen. Ja, genau, genau. Also da gibt es nicht so, du machst das, ich mach das, sondern das ist einfach so ein Geben und ein Nehmen. Das hat sich auch mit der Zeit ganz, ganz schnell so entwickelt. Da muss man einfach auch ins offene Gespräch gehen. Also wenn sich da gerade Mütter oder auch Frauen dann nochmal beruflich weiterentwickeln wollen, die sagen, ich habe da jetzt jahrelang das gemacht, aber ich habe da keinen Bock drauf oder ich will nicht nur Hausfrau sein, sondern ich will jetzt vielleicht auch mal eine Weiterbildung machen. Ja, dann mach das. Denn ich sage immer, man hat nur ein Leben. Und ich habe mich ja auch damals entschieden, da hatte ich schon zwei Kinder, dass ich meinen Beruf wechsle. Also aus dem Erzieher sein, jetzt das komplette Gegenteil, Instagram, ja, weil mich das glücklich gemacht hat. Und ich habe daran geglaubt, ich habe es gemacht. Und wenn man das tut, was einem Spaß macht, ich sage das immer wieder, ich glaube, ich könnte das in jeder Podcast-Folge sagen, dann wird man darin auch einfach genial und erfolgreich. Also deswegen, es ist nie zu spät, es anzufangen, anzupacken und sich beruflich da auch weiter zu entwickeln. Denn man sieht ja, Mama-Leben plus Beruf, das bekommt man hin. Man muss sich einfach nur entgegenkommen. Ich finde gleich, was heißt gleichberechtigt? Es gibt einfach Aufgaben, die müssen erledigt werden. Und als Paar teilen wir uns diese auf. Ich weiß nicht, was da weniger wert ist als das andere. Also, wenn nicht gekocht wird, dann gibt's halt nichts zu essen. Einer muss es machen halt. Und Jenny macht das halt nicht so gerne. Dafür macht sie dann halt andere Sachen lieber, ne? Sie putzt dann lieber eher das Bad. Das mache ich total ungerne. Dafür koche ich dann lieber oder gehe einkaufen. Und Jenny kann zum Beispiel viel besser mit oder länger sich mit den Kindern beschäftigen. Ich habe da irgendwann keine Geduld mehr für. Und dann macht Jenny das mehr. Dafür mache ich dann irgendwelche anderen Sachen dann halt. Ne? Ich kümmere mich auch mehr dann um den Garten und Jenny halt aber dafür auch mehr im Haus dann um Sachen halt. Oder ja, wie gesagt, sie macht halt Instagram, ich mache die ganze Buchhaltung, das Büro und so weiter. Und das muss halt alles einfach aufgeteilt werden. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind glücklich damit und jeder muss halt gucken, wie er oder wie man damit glücklich ist. Und so muss es halt aufgeteilt werden. Genau. Also ich glaube, man muss einfach immer drüber sprechen. Das ist einfach so. So zum Beispiel, du hast immer richtig viel Spaß daran, das Auto zu waschen oder so. Also du kommst auf jeden Fall immer von alleine an. Ach, heute räume ich mal das Auto aus. Ich denke mir so, ja, prima, ne? Ich glaube, ich würde es gar nicht machen. Ja. Also, und in der Zeit war ich dann mit den Kindern draußen im Garten und habe dann an der Matschküche gespielt. Und das ist ja wirklich so. Also du spielst gerne mit unseren Kindern, aber dann halt auch nicht so lange oder mal so ein Spielplatz, Ausflug oder so.
gehört jetzt auch nicht zu deinen Lieblingsaufgaben, aber das mache ich dann halt gerne. Oder ich gehe mit dem Hund raus oder. Also da einigen wir uns schon sehr und das ist, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Also da sollte sich jetzt auch keiner jetzt unbedingt sich an uns orientieren, weil was für uns okay ist, muss nicht sein, dass es auch für andere okay ist. Also das ist ganz, ganz klar. Nur man muss drüber reden. Also man muss einfach drüber reden. Ja, damit wir reden sehr viel halt und ja. Das ist auch, glaube ich, sehr wichtig und auch vielleicht unser Schlüssel zum glücklich sein, dass wir einfach drüber reden, wenn einem was nicht gefällt und dann muss man halt gucken, dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ja, genau. Aber das war auch nicht immer so. Ne? Also wir sind jetzt seit 7 Jahren zusammen und seit 5 Jahren verheiratet. Unsere Kinder sind, wie gesagt, 4 und 2. Mit der Hauskernsanierung, Meisterschule, meine Selbstständigkeit, da kam ganz viel, ja, kam ganz viel aufeinander. Corona, das war schon eine krasse Entwicklung, die wir beide auch gemacht haben. Ein krasses Jahr, ja. Ja, viele, viele krasse Jahre. Und wir haben uns auch unverstanden gefühlt. Also auch das, muss ich sagen, das braucht einfach Zeit. Und wir haben einfach gelernt, boah, krass. Also wenn einer irgendwie unzufrieden ist, sich nicht erfüllt fühlt in irgendeinem Bereich, dann muss man drüber reden. René zum Beispiel, du Schatz, du hast deinen Sport dafür gefunden. Ne? Also es gab Phasen, da bist du echt richtig viel zum Sport gegangen, hast gesagt, Schatz, ich brauch das. Ich muss mich körperlich irgendwie raus, also ich muss aktiv werden körperlich. Also nur im Büro und nur einkaufen, also in Anführungsstrichen, ne, oder dann Hausmann spielen, das erfüllt dich nicht. Du brauchst auch deine, ja, du möchtest ja auch so mental und körperlich, du möchtest dich fit fühlen. Und da hast du deinen Ausgleich gefunden. Ne? Ja. Genau. Ja. Das ist halt einfach wichtig. Ich jedenfalls freue mich sehr über den Kommentar von Helene, auch im Namen von Theresa, die jetzt gerade ja nicht hier sitzt, kann ich aber sagen, wir wünschen uns immer sehr und freuen uns, wenn ihr ja kommentiert, uns ein Feedback gibt, mitdiskutiert, ja, und dann wären das bestimmt richtig schöne, spannende Podcast-Folgen, dann können wir auch ein paar Kommentare von euch aufgreifen und freuen uns einfach. Heute war es ja sowieso eine sehr, sehr besondere Podcast-Folge, weil mein Mann der Special Guest ja war. Ja, war cool, Schatz. Wie hat's dir gefallen? Doch, war erst ungewohnt ein bisschen, aber ja, man findet sich da so ein bisschen rein, ne? Ja, ne, das stimmt, weil man muss sich vorstellen, wir sprechen hier gerade auch in ein Mikro. Das ist eine sehr, sehr ungewohnte Situation, aber macht richtig, richtig Spaß. Wir sind auch schon am Ende unserer Podcast-Folge. Das nächste Mal ist Theresa dann wieder dabei. Ja, ich sag danke, Schatz. Kein Problem. War auch mal cool, im Podcast mit dir darüber zu reden. Hab auch tatsächlich hier im Podcast auch neue Dinge erfahren. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.